So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick ins Heft. Heute ist Freitag, das heißt, wir stellen Ihnen den neuen Aktionär vor. Und mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch, heute nochmal voll in Schale, bevor du dann in Urlaub gehst. Richtig. Aber der ist verdient. 2 Wochen. Ja, der ist danke. Verdient. Naja, gerne. So, nee, danke. Hast du ja wirklich verdient. Ja, danke. Verdient haben wir uns alle dieses wirklich gute Cover. Und das erinnert mich, das ist ja Memory. Warst du damals gut in Memory? Sehr gut, der Beste. Echt? Nee, ich war lausig. Also wir haben zu Hause vor, ich weiß nicht, irgendwann haben die Kinder dann die Lust dran verloren, aber da irgendwann... Ich will nicht mehr mit dir spielen, ja. Der ist so schlecht. Ja, weil ich immer gefuscht habe. Ja. Das ist doch richtig. Ja, aber die waren halt irgendwann, Kinder können das ja viel besser. Als Hammer. Ja, gegen meinen Sohn brauche ich da auch nicht antreten. Fotografisches Gedächtnis, ja. Ja, naja. Okay, auf jeden Fall DAX 40. Es steht die Ausweitung des Leitindex an. Zeit wird's, ja, dass da ein bisschen mal abgestaubt wird, um es mal so auszudrücken. Die Karten werden neu gemischt und wir haben uns das mal genauer angeschaut. Es gibt natürlich weitere Themen, die ich gerne zumindest teilweise vorlesen kann. Also, helfen. Wir haben ein sehr interessantes Hotstock aus China, sehr interessant. Hotstock gleich im doppelten Sinne. China ist momentan tatsächlich ein schwieriges Pflaster, aber nichtsdestotrotz, es gibt sehr interessante Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist wirklich eines der interessantesten, das wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Ich nehme an, jetzt kommt der Top-Tipp mit Kraftpaket, kann ich dadurch den Widerschein durchlesen. Sehr gut, ja. Genau. Für Top-Trader hat sich unser Kollege Lars Friedrich mal Jack Schwager vorgenommen. Und der ist ja bekannt dafür, dass er Top-Trader befragt hat, wie denn die eigentlich zu ihrem Erfolg gekommen sind. Und das wurde hier nochmal aufgearbeitet. Sehr interessantes Lesstück. Corona-Update, klar. Was passiert momentan mit BioNTech, Moderna und Co.? Ja, und der BVB auf Titeljagd, machen wir vielleicht noch ein bisschen früh. Na ja, gut, aber das ist ja bei dem Kader, kann das Ziel ja dann eigentlich nur die Meisterschaft sein. Hat die letzten sein. Jahre schon hervorragend immer funktioniert. Bei jedem, der angekündigt hat, wir bieten den Bayern Paroli, hat das immer super funktioniert. Wenigstens soll ja Haaland, heißt ja Haaland oder Haaland? Haaland. Haaland? Ja. Haaland. Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, hat übrigens BVB als Favoriten. Ja, der, glaube ich, sonst alle fast alle Bundesliga-Trainer gesagt haben, Bayern macht es wieder. Baumgart gesagt, nee, BVB schätzt ja dieses Jahr stark ein. Schauen wir mal. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall den Finanzvorstand. Das ist der Trainer vom FC Köln. Ja, der muss ja wissen. Der muss es ja wissen, hat ja selber eine super Mannschaft. Ja. Also. Genau. Ja, und wie immer 25 Jahre Aktionär. 25 Jahre gibt es uns schon. Absoluter Hammer, ne? Ja, dann schauen wir mal ein bisschen durch. Die Titelstory. Genau, ja. Die Titel. Nein, ich war gerade ein wenig irritiert, weil Vollbildmodus schließen mit F1. Okay. Ja. Alles klar, kommen wir zur Titelstory. Worum geht's? Es geht um den neuen DAX. DAX 40, so soll er heißen. Am 3. September wird die deutsche Börse verkünden, wer denn aufsteigt. Es ist ja diesmal so, dass die 30 bleiben, die jetzt drin sind, plus 10 neue. Ja. Also es gibt ja diese Liste, da kommt es auf die Marktkapitalisierung an. Können sich am unteren Rand bei der Liste, also bei den Kandidaten wie 9 bis 12 oder sowas, da kann sich halt noch ein bisschen was tun. Vorne, die sind eigentlich safe, ne? Und wir haben uns dann mal einfach alle 10 sehr wahrscheinlichen Aufsteiger vorgenommen und haben die analysiert, haben halt geschaut, was haben die jetzt noch für Potenzial, sind es überhaupt alles Käufe? Nein, sind es nicht alle, also das kann man schon vorwegnehmen. Spoiler-Alarm. Ne, ich habe ja keinen Namen jetzt genannt, ne? Ja. Aber na gut, wenn das schon Spoiler ist, dann okay. Ja, aber auf jeden Fall ist es das Thema, was in dem Jahr revolutionär ist im DAX, dass man einfach hingeht und sagt, den deutschen Leitindex, den es ja jetzt 33 Jahre gibt, wir haben hier nochmal eine Zeitleiste, DAX im Wandel der Zeit. Das ist ein Bild von dir. Welches genau? Das bist du doch, oder? Ja, aber damals hatte ich noch dunkle Haare. Oder das hier? Ja. Okay, also DAX im Wandel der Zeit, 1988, ein historisches Bild, damals gerade der DAX gestartet. Das war übrigens hier das modernste Kurssystem in Europa, da diese Tafel damals. Und Ron Sommer, wir wissen es alle noch. Ja, ich habe einen Punkt. Du hast einen Punkt ins Bild reingemalt. Ich wollte es nur gesagt haben. Ist also, ja gut. Ja. Okay, Ron Sommer, 1996. Warst du bei der Emission dabei? Nein. Ich war noch zu. Nein, ich hatte eine Zuteilung. Du bist auch viel älter als ich.
Nee, okay, ja. Du hattest, ja. Ich hatte 100 Stück, habe ich zugeteilt bekommen. Okay. Und wir haben damals noch über Videotext nachgeschaut. Dann gab es da, glaube ich, Zahlen, wie die Zuteilung halt eben gewesen ist. Dann habe ich mit meiner Frau auf Videotext nachgeschaut und dann haben wir festgestellt, dass wir, ohne zu arbeiten, tatsächlich, ich glaube, sie hatte auch 100, ich glaube, wir haben irgendwie 500 Mark verdient mit der Aktie, 600 Mark. Ja, war eine coole Zeit, war der Einstieg. Ja. Die Post ist an die Börse gegangen 2000, es war dann die zweite Volksaktie mit den Gottschalk-Brüdern da, die Werbetrommel. Ne? Wirecard, letztes Jahr dann aus dem DAX rausgeflogen, das ist ja auch der Grund für diese große Revolution, dass man gesagt hat, man muss jetzt komplett was ändern. Man schaut sich dann auch an, ob das Unternehmen profitabel ist, eine Zeit lang. Und wie gesagt, hier der große was Skandal. Was dann eigentlich Delivery Hero im DAX? Na gut, das gilt ja jetzt nicht für die, die hier drin sind. Ja. Das ist ja dann für die Neuen. Ne? Also, genau, Vertrauensschutz. Genau. Ne? DAX-Cover von 2003, DAX bei 4.500 Punkten. Ich kann mich... Hier. Opa, muss mal kurz aus dem Krieg erzählen. Da haben ich kann nee, Quatsch, nee, hier. Ja, da, du malst genau. Die ganze Zeit in Da. Ja, ah. Pass auf, Opa muss mal kurz aus dem Krieg erzählen, weil ich habe mich damals mit unserem Herausgeber unterhalten. Mhm. Und ich weiß noch, als der DAX über 4.000 nach der Krise über, ich glaube, es war entweder 4.400, 4.500 gesprungen ist, haben wir uns damals darüber unterhalten, ob es denn weitergeht. Und der Herr Wörtsch hat damals gesagt, das geht jetzt einfach immer weiter. Und ich war echt skeptisch, weil wir hatten ja gerade die Krise durchlebt mit Irakkrieg, ein Pipapo, Anschläge, Irakkrieg. Und er hat recht behalten. Es ist dann wirklich, es ging ja in einem Strich, ich glaube, bis 7,5, 8. Ja, bis 2008, bis zur Finanzkrise ging es wirklich in einem Strahl hoch. Ging es in einem Strahl nach oben. Und wer nicht dabei war, der hat sich vermutlich wirklich dann in den Hintern gebissen. Das einzig Gute damals, kann man ja noch sagen, es gab noch sowas Ähnliches wie Zinsen. Das stimmt, Das ist der große Unterschied gewesen. Ja gut, die haben sich ja mit der Finanzkrise dann erledigt gehabt. Ja. Das war ja hier der Einschlag, aber bei The Dip haben dann irgendwann die Leute gesagt und dann sieht man es ja, ach gut, jetzt haben wir hier noch den... Jetzt hast du wirklich... Das ist aber echt schwierig mit dem Fat Finger. Hier der Einschlag, das ist eigentlich auch nur, wenn man zusieht, in der langfristigen Betrachtung, ne? Ja, dieser Corona-Einschlag. Das ist wirklich nur so ein Blip. Zack. Klar. Und dann V-förmig. Und es waren wirklich, es waren 40%. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und ganz schnell. Und das ging war ja damals, das war ja so in der Zeit, wo das anfing, auch hier mit Telekom, mit dem dritten Börsengang, 2000, ne? Weiß man ja auch noch, auf dem Hoch der T-Aktie hat die Telekom ja dann noch beschlossen, dann, wir hauen noch eine dritte Emission dann auch noch raus. War ja auch damals der Finanzminister Hans Eichel dann auch sehr froh. Ja, kann auch sein. Genau, und... Ein Meisterstück. Hat der Bund ja um Plus gemacht. Aber auf jeden Fall hat das ewig gedauert, bis der Markt sich da mal eingependelt hat. Dieser Salami-Crash, bis die ganzen Positionen dann aus den Fonds dann abgestattet waren, weil die Geschwindigkeit ja eine ganz andere war. Jetzt geht das zack, zack. Na, und dann ist es bereinigt. Ich weiß noch, wie wir monatelang vor den Schirmen gesessen haben. Jeder das war Tag. Ja jahrelang. Das war und es war jeden Tag nochmal runter, nochmal runter, nochmal runter. Das war so eine zähe Angelegenheit. Ja. Es ist wirklich momentan die beste aller Welten. Ne? Billiges Geld von den Notenbanken, keine Zinsen, das ist genau der Treibstoff. Wehe, die fangen an, die Hähne zuzudrehen. Wird man ja heute Abend dann Näheres erfahren. Ich bin ja zum Beispiel der Meinung, man wird wahrscheinlich gar nichts erfahren. Was soll er sagen? Er will ja die Märkte nicht schocken, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie ein großes Rad schlagen wird. Ich glaube, er ist auf Versöhnungskurs. Aber wir werden es sehen, vielleicht hast du recht. Nee, und dann ich habe ja nichts gesagt. Also ich glaube auch, dass er ist ja jetzt nicht einer, der draufhaut. Also der draufhaut, ist ja ein ganz souveräner, abgeklärter Zeitgenosse, muss man ja sagen. Ja. Also ich meine, sonst kann er ja auch den Posten nicht machen. Du kannst ja da nicht jemanden hinsetzen und sagen, ich krempel alles um, wir müssen jetzt richtig schöner mal. Job für Donald Trump. Ja. Neuer Job. Ja, toller Job. Also, Sie müssen nach dem Memory suchen und wenn Sie die Karten richtig aufdecken, dann sehen Sie den DAX 40. Hammer Ableitung. So, dir danke ich auf jeden Fall, dass du mit im Studio warst. Dir wünschen wir tollen Urlaub. Danke. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ja. Wir sehen uns in 7 Tagen bereits wieder mit der neuen Ausgabe vom Aktionär. Bis dahin, haben Sie viel Spaß beim Lesen. Es hat nämlich viel Spaß gemacht, das Ding zu schreiben. Das Ding, das war respektierlich. Aber es war trotzdem Baby. Spaß. Das Baby. Bis dahin, tschüss. Tschüss.